Hallo, ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns schon irgendwann mal in seinem Leben eine Warnung verpasst bekommen hat. Entweder als kleines Kind, wo man auf irgendetwas aufmerksam gemacht wird, könnte gefährlich sein, über die Straße zu laufen, ohne zu schauen, oder irgendwie, bevor man in die Schule geht, dass man von den Eltern ermahnt wird, sei vorsichtig, pass auf, damit du was lernst und gescheit wirst. Ja, und ich weiß nicht, aber überlege mal, welche Warnungen hast du in deinem Leben schon vernommen? Und haben sie dir auch geholfen? Haben sie dich wirklich auch bewahrt? Nun, wir wissen ja, dass in der Bibel, da hören wir auch manche Stellen, die nicht nur wie Warnungen klingen, sie sind auch Warnungen und haben auch einen ganz bestimmten Zweck. Nun, in der heutigen Losung, falls jemand das noch nicht gelesen hat, geht es auch im Alten Testament um solch eine Warnung. Und zwar kommt die vom Herrn, wenn er sagt: Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben. Aus 5. Mose Kapitel 4, Vers 9. Nun, wenn man nur so diesen Vers hört und den Zusammenhang nicht kennt, dann wundert man sich, worum geht's da eigentlich, ne? Und ich denke, diese Warnung ist ein Bezug für das Volk Gottes, die einfach gewarnt werden, was sie dort erlebt haben, dass sie das nicht vergessen sollen. Wo denn? Wo war denn das? Ja, am Berge Horeb, wo die Gesetzgebung gesprochen wurde, wo der Herr einfach dem Volk durch Mose gesagt hat, was er von ihnen erwartet und welche Auswirkungen das hat, wenn sie das befolgen oder auch nicht. Ja, also hüte dich nur und bewahre, also behalte es fest, vergiss es nicht, bewahre deine Seele gut, nämlich dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben. Und da haben sie eine ganze Menge gesehen, die waren sie sogar so erschrocken, sie fürchteten sich, sie haben die Herrlichkeit Gottes, ein Teil davon, erlebt und das hat sie in Angst und Schrecken versetzt. Also, wie gesagt, nachzulesen noch einmal im 5. Mose Kapitel 4. Und wir tun gut daran, immer wieder diese Stellen auch uns vor Augen zu halten. Wovor warnt uns Gottes Wort auch heute? Naja, da gibt es auch wieder eine ganze Menge. Da werden wir zum Beispiel darauf hingewiesen, dass wir ehrlich sein sollen, dass wir gnädig und barmherzig sein sollen, so wie Gott unser Vater barmherzig ist, dass wir Geduld haben sollen und dass wir nicht aufgeben sollen in unserem Leben und Bestreben, Jesus und unserem Vater im Himmel zu verherrlichen. Ja, im Lehrtext dann vielleicht auch noch einmal ein wichtiger Impuls. Auch darüber sollen wir nachdenken, wo es heißt, denk daran, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Ja, denk daran. Was sollst du dann tun? Bewahre sie und kehre um. Und das ist auch eine Warnung, dass einer der Gemeinden, der sieben Gemeinden in der Offenbarung gesagt wird. Und in dieser Gemeinde, ich sage jetzt nicht den Namen, vielleicht mache ich dich damit neugierig, welche Gemeinde das war, aber wenn wir den weiteren Text im Kontext dieser Aussage lesen, da wird erwähnt, dass nur einige aus dieser Gemeinde in weißen Kleidern gekleidet werden. Was für eine Warnung. Was für eine Warnung. Auch für uns.
die wir uns zu Nachfolgern Jesu zählen. Und wir tun gut daran, diese Warnungen zu Herzen zu nehmen. Sind wir auf dem Weg mit Jesus und für Jesus? Oder worum dreht sich unser Leben eigentlich? Was ist uns wichtig im Leben? Was oder wer? Und nur du kannst diese Fragen beantworten. Also, die Einladung zur Umkehr ist gegeben. Auch hier, ne? Denk daran. Denk daran, wie du die Botschaft empfangen. Wie bist du gläubig geworden? Was war der Auslöser? Warum hast du dich entschieden? Und was hast du da gehört? Bewahre das. Bewahre diese Botschaft und kehre um. Anscheinend ist es möglich, auch wenn man schon mal auf dem richtigen Weg war, wieder die falsche Richtung einzuschlagen. Und ich fürchte, dass es da auch viele geben wird, die einmal angefangen haben, auf den richtigen Weg zu gehen und dann die falsche Richtung wieder einschlagen und sich vielleicht auf ganz, ganz unwahrscheinlich oder unerkennbare Weise sich immer mehr von der Beziehung mit dem Herrn zu lösen. Ich weiß, dass es da manche geben wird und sagen, ja, das ist nicht möglich. Nun, wozu haben wir diese Warnungen hier? Umzukehren. Warum hat diese Gemeinde diese Warnung bekommen? Und sogar den Hinweis, dass nur einige von ihr, von dieser Gemeinde, in weißen Kleidern gekleidet werden, also in der Herrlichkeit sein werden. Denn ohne diese weißen Kleidern gibt es keine Herrlichkeit. Die weißen Kleidern sind die Kleider der Gerechtigkeit, die unser Herr Jesus erworben hat, indem er für uns gestorben ist und wir das im Glauben annehmen durften und uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, von ihm zu lernen und auf seinen Wegen zu gehen. Aber wie gesagt, da scheint es welche zu geben, die diesen Weg wieder verlassen. Aber die haben noch die Möglichkeit, umzukehren. Darum dieser Appell und diese Einladung, die übrigens nicht von mir kommt, sondern vom Herrn. Ich wünsche dir auch heute einen guten Tag. Servus.